Hallo mein Freund und herzlich willkommen zur Gefangennahme von Kostas Tschertkow. Ja, Kostas Tschertkow ist gleichzeitig der letzte der drei Lieutenants aus Operation Motherland auf der Hauptinsel von Aurora. Und wir müssen hier wieder einen Laptop hacken und dann Herrn Tschertkow gefangen nehmen. Zuallererst starten wir natürlich wieder mit der Aufklärung. So, wir haben hier einen Minigunner, der quer durch die Basis patrouilliert. Wir haben hier ein Flugzeug, noch ein Minigunner. Truhe, soll mir jetzt mal egal sein, was haben wir da unten? Einen Rächer, okay. Ich habe übrigens heute besonders viel Husten gehabt, deshalb ist meine Stimme vielleicht ein bisschen belegt. Und ich muss mich vielleicht etwas mehr räuspern als sonst. Hier haben wir noch einen Schützen. Hier ein Mörser. Noch einen Schützen, der patrouilliert. Noch einen. Also Patrouillen sind hier auf jeden Fall einige am Start. Eine getarnte Einheit. Da sind Minen, sehe ich. Da ist noch das ist Tschertkow. Okay. An ihm sieht die Uniform wie ein Kostüm aus. Okay, ich habe die zwar noch nicht gesehen, aber okay, auf jeden Fall haben wir hier noch einen Tarnposten. Schau nur mal gerade, ob hier in der Walachei vielleicht noch irgendeiner steht, aber scheinbar nicht. Da haben wir einen offenen Eingang, da könnten wir theoretisch rein. Da ist was... Die VIP will die Wege machen. Der ist explodiert? Durch die eigene Mine? Die Minen haben doch gar kein Friendly... Was? Was ist da los? Ich habe noch gar nichts gemacht. Ah, der Typ haut jetzt natürlich ab. Das ist ein Problem für uns. Das heißt, wir können gleich nochmal neu starten wahrscheinlich. Und es ist nicht mal unser Fehler. Die Drohne wurde nämlich nicht entdeckt. Nur aus irgendeinem Grund ist scheinbar... die... Landgranate für das? Das ist nicht gut aus. Die Mine explodiert. Nein, er ist schon weg. Muss aufpassen, dass ich ihn nicht erwische. Ich darf ihn nicht erschießen. Nur die Reifen kaputt schießen, das reicht. Gut, so. Okay, jetzt rennt er. So, er ist zu Fuß unterwegs, das heißt... So. Können wir ihn eventuell schnappen? Och nee, wenn der jetzt von denen da oben erschossen. Na, oh nein, 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 nein. Ich töte mich selbst. Denn wenn der jetzt von einem Outcast gekillt wird, dann ist der auch tot. Und man kann diese Missionen ja leider nicht wiederholen. Wenn sie einmal abgeschlossen sind. Ich weiß nicht, was da los war. Vielleicht hätte ich direkt wieder neu laden sollen, als ich gesehen habe, dass hier in der Gegend irgendwo die Outcasts gekämpft haben. So, dann schauen wir erstmal wieder. Weißt du was, ich setze mich einfach hier in den Busch. Die Drohne geht ja weit genug. Schaue ich mir nochmal an, wie es denn von hier aus aussieht, über den Haupteingang. Da haben wir einen Raketenschützen. Da unten auch jemand drin. Negativ. Wir haben hier auf dem Gebäude... Uiuiui. Einen Schützen, einen Commander, einen Scharfschützen und noch einen Raketenschützen. So vier Leute hier an diesem Gebäude. Zumindest draußen. Und dann unten noch eine Patrouille. Da drin ist wohl der Laptop. Hier haben wir noch Minen, sehe ich. Wie viele sind das? Also hier... Also sechs Minen insgesamt hier. Okay. Ein Geschützturm. Da ist die Mine, die eben explodiert ist, scheinbar. Jetzt haben wir hier auch zwei Wachen. Okay, dann gehe ich mal wieder den Knecht markieren. Irgendwo da drin war der. Hallo, da? Da ist Tschertkow. An ihm sieht die Uniform wie ein Kostüm aus. So, Tarnposten ist immer noch da.
Was mich irritiert, ist, dass ich noch keinen Strategen und keinen Funker gesehen habe. Nicht so vorschnell, wir haben gleich Ärger. Also. Da ist einer. Stratege. Und noch einer. Oder? Nee. Ein normaler Sturmsoldat. Okay. Okidoki. So, wie gehen wir denn am besten vor? Am liebsten würde ich ja wieder unentdeckt vorgehen, weil das einfach am meisten Spannung erzeugt. Also bei mir selbst auch. ist hier unten drin auch noch mal einer? Da. Oder? Hä? Nee, keine Ahnung. Stück Metall. Okay, aber zuerst auf jeden Fall den Laptop hacken, weil wir schon mal gesehen haben, dass die Zielpersonen einfach wieder aus den Fahrzeugen aussteigen, wenn man es irgendwo reinsteckt. So, wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da rein? Aber es, vor allem, ich weiß nicht, ob ich da hochkomme. Ich könnte hier vorbeischleichen. Das sind doch bestimmt auch noch irgendwo Minen. Ja, da, siehst du? Da ist eine Mine. Da ist eine Mine. Haben wir noch mehr? Da ist noch eine. Da ist eine. Ist das auch eine? Nee. Da? Auch nicht. Das ist das? Ja, ist eine Mine. Also, da sind auch zwei Minen. Da sind zwei Minen. Okay, also an allen Öffnungen im Zaun sind Minen. Alles klar. Also, wo komme ich denn hoch? Ich könnte hier über die Brücke gehen. Getarnt. Dann hier rüber. Da ist ja keine Mine. Mich sind hier im Gras vielleicht noch Minen versteckt. Das wäre ziemlich mies. Ich sehe mal keine. Dann könnte ich mich hier durch den Zaun schneiden eventuell. Die Patrouille hier greifen, mit der die Tür hier öffnen. Und dann den Laptop hacken. Das könnte ich tun. Und ich glaube, das ist auch Plan Nummer 1. So machen wir das. Ghost zu mir. Kommt zu meiner Position. Willkommen. So, jetzt müssen wir natürlich aufpassen vor den Vieren, die da oben rumgucken. Und dann. So, ich muss über die Hauptbrücke. Wie viele Tarnungspunkte haben wir eigentlich? 500. Wie viel brauchen wir? Oh gut, 4800, das werden wir jetzt nicht schaffen. So, ich aktiviere mal die Tarnung. Auch wenn sie geduckt am längsten hält, gehe ich jetzt einfach mal aufrecht darüber. Einfach, damit ich nicht 5 Stunden brauche, um darüber zu kommen. Am besten lege ich mich dann ins Gras, buddel mich ein und mache die Tarnung dann aus. Beziehungsweise geht ja von alleine aus. So. Dann warten wir kurz, bis die Tarnung wieder aktiv ist. Wählen schon mal den Schneid. Wobei, den müssen wir gar nicht auswählen, ne? Das geht ja von allein. So, alles sauber. Gut. Gut. Gut, 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 gut. Ist jetzt alles paletti. Wie schneidet man noch auf mit F, gell? Ja. So. Gut. So. Sehr gut. Schauen wir mal, ob da drin noch einer ist. Das wäre nämlich äußerst ungünstig. Nö, drin ist keiner mehr. Gut. Das heißt, wir müssen warten. Oh, der steht ja da. Kurz nochmal warten, bis die Tarnung wieder aktiv ist. Währenddessen mal scouten, ob der entdeckt wird. Ah, da steht ein Stratege. Also wenn wir den jetzt hier greifen, wir müssen einen Köder werfen. Wobei, ah, jetzt läuft er weg, toll. Ich krabbel jetzt schon mal da durch, komm. So. Drin sind wir. Welcher Vogel macht denn da so? Der da? So, da hinten haben wir
Brecher. Komm hier hin, nicht da hinten hin. Ach, Mann. Schon ein bisschen nervig. Ach, wäre das so einfach mit allen KI-Kameraden zusammen. Einfach ihr alle mit Feuerbefehl ausschalten und fertig. Aber ich habe mich ja entschieden, weiterhin mit Vasili zu spielen und als Sturmsoldat. Ja, er kommt wieder, sehr gut. So, dann wählen wir schon mal... was? Nein, ich befehle. Das hier will ich. So. So. Wie machen wir das am besten? Ich werfe das Ding jetzt einfach dahin. Und aktiviere die Tarnung, sobald er um die Ecke kommt. Ja, da war ein Geräusch. Ja, mach das. So. Hier drüben ist alles ruhig. So. Ist hinten weg. So. So, nur aufpassen. Da war nämlich der... Ich schalte auf Nachtsicht um. Dieser Brecher stand ja da eben. Schnell. Geh rein. Jawohl. Nice. Perfekt. So, dann können wir den Laptop hacken. Sehr gut. Ha! Das hat ja schon fast zu gut geklappt. Hui, war aber spannend. Datentransfer rechtzeitig gestoppt. Die Verschlüsselung sah nach SWR aus. So, zunächst gehe ich jetzt aber erstmal wieder raus, um die nächsten Schritte zu planen. So, in den Busch. Habe ich Tarnung aus? Ja. Gut. So, wie schnappen wir den denn am besten? Ich hätte eine Idee. Wir könnten dafür sorgen, dass der zu uns kommt. Dafür müssten wir allerdings ein Fahrzeug hier irgendwo schon platzieren. Oder am besten hier. Also mein Plan, meine Idee ist, hier ein Fahrzeug hin platzieren, wie auch immer. Da ist eine Patrouille. Dann einfach wild dahin in die Basis reinschießen, damit der Alarm ausgelöst wird und der flieht. Er kommt hierher, wir zerschießen dem die Reifen, er steigt aus. Blendgranate, greifen ins Fahrzeug und weg. Wohin auch immer, das weiß ich ja leider noch nicht. Das finde ich ein bisschen blöd, also generell auch bei allen Entführungsmissionen oder Gefangennahmemissionen, dass man da nie vorher sieht, wo man die denn hinbringen muss. Dann könnte man sein Vorgehen vorher schon planen. So, wie machen wir das denn jetzt? Wo kriegen wir denn ein Auto her? Hier fahren doch bestimmt auch Patrouillen rum, oder? Da hinten war ein Haus irgendwo. Ich weiß, dass da irgendwo ein Haus war. Oder ich glaube es zu wissen, sagen wir so. War hier nicht irgendwo so ein Haus? Was ist das da? Oh, ein Momo-Patrouillengebiet. Kein Haus. Dann verwechsel ich das Gebiet scheinbar. Ich dachte irgendwie, da wäre irgendwie so ein Haus gewesen, so ein Scale-Standort. Okay. Ich gehe einfach mal zur Straße und schau mal, ob da... irgendwo ein Fahrzeug langkommt. Dun, 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 dun. Ich meine, das ist ja dann quasi auch unentdeckt, weil aus deren Sicht ist der Typ ja dann geflohen. Ich hoffe, das klappt auch, dass da vorne auch ein paar Patrouillen rumfahren. Idealerweise eine nur. Da kommt das leicht.
Und ich hoffe, dass ich nicht irgendwie aus dem Missionsradius rausgehe. Das wäre nämlich ultra dumm. Das ist mir schon mal passiert. Das wäre echt blöd, wenn das wieder passieren würde. So. Also ist mir nicht bei einer Motherland-Mission passiert, sondern in einer normalen Mission. Ich weiß gar nicht mehr. Doch, es war eine Motherland-Mission. Und zwar, als man die so ein paar Zivilisten oder so aus einer Dingensbasis befreien musste. Aus so einer Wolfbasis. So, wie machen wir die denn da? Zwei gepanzerte, zwei nicht gepanzerte. Vielleicht lassen wir die einfach in Ruhe. Ich guck mal, ob da hinten irgendwo ein Auto kommt. Ob da überhaupt ein Auto kommen kann. Ist zumindest ein Tunnel, wo man durch kann. Da ist ein... Ach shit, da ist diese Basis hinten dran. Da wäre ein Auto. Aber das ist bestimmt zu weit weg. Das ist bestimmt... Ich will ehrlich gesagt kein Risiko eingehen. Aber da kommt auf jeden Fall kein Auto. Oh, I spoke too soon. Da kommt sehr wohl ein Auto. Da kommt nämlich gerade eins runter. Zwei sogar. Ein Outcast-Auto. Outcast. Hallo, halt! Halt! Ist mir egal, ob das Outcasts sind. Ich brauche das Auto. Ist wichtiger. So ein dickes brauche ich nicht. So. Ich kann hier nicht einsteigen. Ist das euer fucking Ernst? Hey! Also will der mich überfahren? Na gut, ich meine, ich habe gerade seine Kollegen erschossen, also. Ich kann nicht einsteigen. Halt! Lasst mich bitte einsteigen. Das geht nicht. Toll. Okay, das ist doof. Hinten kann ich einsteigen, prima. Das bringt mir aber halt rein gar nichts. Hallo, hier ist irgendein Unfall passiert, also. Ich weiß auch nicht genau. Ah, jetzt geht's. Gut. Musst du wohl scheinbar erst einmal hinten einsteigen, damit es geht. So, hallo Vasili. Mach dir keine Mühe einzusteigen. Ich parke nur um. So. So, Blendgranate auswählen. So, zack. Nachgeladen ist. Dann ab dafür. Einmal in den Busch. Eigentlich kann ich ja einfach auch nur einen anzuschießen. Und wobei, das reicht ja eigentlich auch schon. Ach gut. Sieh ich ihn hier? Oh ne, die Outcasts. Nee. Wehe, die erschießen meinen Typen. Das haben die Rebellen bei Wildlands auch gerne gemacht. Wenn nicht, erschieße ich die. Oder ich helfe denen gerade schnell. Letzte da hinten. So. Gut. Okay. Ah, ich... Gut, das Schießen funktioniert offenbar nicht, aber ich kann einfach die Drohne entdecken lassen. Dass die Drohne entdeckt wird. Gute Arbeit. Jetzt wissen die, dass sie sich nicht mit uns anlegen sollen. Ja, genau. Gut. Ah, jetzt doch. Gut, alles klar. Sehr gut. Ich muss den wegmachen. Wenn der nämlich da durchgefahren kommt. Klasse. Bald haben wir Sentinel komplett von der Insel vertrieben. Sentinel? Oh. Aber weil wegen dem Alarm. Der Funke hat Verstärkung gerufen. Nee, warum schießen? Ach, Alter, du Vollidiot. Alter. So. Der VIP versucht zu fliehen. Sucht sie! Der Scharfschütze muss weg. Dann schieß. Da sind noch mehr von denen unterwegs. Schieß doch! Nee, Junge! Junge! Nein! Aus!
Aus! Aus! Nicht auf den Bösen schießen! Nicht auf die Bösen schießen! Ich bin böse verletzt. Alter. Läuft ja wieder super jetzt. Die Idee war gut, die Ausführung. Die Outcasts gehen mir im Moment gerade ein bisschen auf den Sack. Muss ich ehrlich sagen. Ich will nicht, dass die Tarnung aktivieren. Es kommt ein neues Auto. Gucken, wie weit ich mich noch verbinden kann, bis er da ist. Immerhin ist der Scharfschütze weg. Ach, nee. Er ist wieder ausgestiegen, weil er irgendwie nicht rauskommt. Nee, Alter. Ach, Mann, das ist der Stratege. Deswegen kommt da dauernd Verstärkung. Oh, und jetzt kommen die auch. Alter. Ich guck mal, was der Typ macht. Wo der hingeht. Mörser? Ich wollte mich doch verarschen. Fliegt er jetzt hoffentlich nicht mit dem Flugzeug da hinten weg, oder? Ne, das nächste Fahrzeug geholt. Gute Granate. So. Da kommt er wieder. Vielleicht auch nicht. Der hat sich selbst den Weg versperrt. Er kommt halt einfach nicht mehr durch. Ja, das soll er doch mal. Er macht aber nichts mehr halt, ne? Ich würde den. Ah, da kommt er. Kommt er jetzt zu Fuß hierher? Das wäre sehr gut. Feindliche Unterstützung ist da. Setz mich mal kurz hier in den Busch, um die Tarnung wieder aufzuladen. Wenn er jetzt da in das Fahrzeug einsteigen will, dann schnapp ich mir den und steige selbst ein. So, Landgranate. So, Digga, das war's. Ach du Scheiße. Ach du Heilige, nein. Ich bin nur ein Zivilist. Ich arbeite fürs Geld. Ich wurde von den Bodaks gezwungen. Du bist nichts weiter als ein professioneller Lügner. Scheiße, ja. Ach verdammt, nein. Das ist der letzte Tod. Und danach muss ich alles nochmal machen. Zum Glück steht er noch da. Vassili, los jetzt, komm! Come on, Vassili, come on! Ich seh nix. Ich seh absolut rein gar nichts. Die haben sich Hilfe geholt. Dann zurück ins Getümmel. Hab ich den noch? Nee. So, sehr gut. So, da rein. Rein mit dir. Kann ich den nicht da reinstecken? Ich kann den nicht da reinstecken. Oh, ihr wollt mich doch verarschen. Ich kann den nicht da reinstecken. Das heißt, ich bin tot. Das war's. Das war's. Team, Feuer frei. Langsam machen wir Fortschritte. Zu spät. Scheiße. Ach, wie ärgerlich. Ich kann den nicht in dieses Fahrzeug reinstecken. Mann, in jedes verdammte Fahrzeug kann ich die reinstecken, aber nicht da. Ach, okay. Dann machen wir das Ganze jetzt anders. Gut, den Anfang machen wir wieder genauso, wie wir das eben gemacht haben. Hat nämlich sehr gut funktioniert. Dann kann ich hier direkt die Lure auswählen. Ich kläre jetzt nicht nochmal auf. Wir wissen ja ungefähr, was wo ist. Schauen wir nochmal hier nach. Achtung, Feindkontakt. Ja, ja. Was haben wir denn hier? Keine Ahnung. Wie gesagt, der Anfang hat ja wirklich super funktioniert. Deswegen machen wir das mit dem Laptop jetzt nochmal ganz genauso. Wie heißt die Mission eigentlich? Der Schwindler. So. Ah, diesmal ist der Commander unten. Okay. Und der Zaun ist weg.
Okay. Hä? Nee, er ist weg, aber trotzdem da. Kann ich? Nee. Er ist zwar weg, aber ich kann nichts machen. Ich schalte hier durch. Die kann ich, glaube ich, nicht greifen, oder? Diese dicke Panzerung. So aus. Keine Vorkommnisse. Oh, buddel mich nochmal ein. Wobei, es reicht ja schon so. Patrouilliert da jetzt nur so eine? Das wäre schlecht. Gut, die Patrouillen haben sich auf jeden Fall etwas geändert. Schade, dass man diese Tür nicht irgendwie aufsprengen kann oder so. Oder eintreten. Hm. Ich setze mich wieder hinter die Kiste. Grafikfehler. Was? Ich höre da hinten dauernd irgendwas, irgendjemanden schreien. Schüsse. Und der Vogel ist wieder da. Ich wollte aber eigentlich nach der Patrouille schauen. Gut, wenn der Commander kommt, soll mir auch recht sein. Den nehme ich auch mit Kusshand. Kommt aber nicht. Funktioniert's? Oder kommandiert der einen anderen dahin? Nee, er kommt selbst. Sehr gut. Da kommt er. Eine hier hin. Läuft er hin? Aktiviert zur Sicherheit mal die Tarnung. Jetzt kommt der wieder. Och Mann. Wo läuft der denn hin? Hallo? Ich suche noch. Ja, er sucht noch. Sieht aber nicht so aus, als wäre hier was. Das Ding ist auf der anderen Seite, den auf der anderen Seite zu greifen, bringt halt rein gar nichts. Kann ich nicht mal versuchen, den zu greifen, weil er da hinten steht. Tarnung ausmachen kann ich auch nicht, weil er gerade hier kommt. Wenn der sich jetzt wegdrehen würde wieder. Die Wolves haben was drauf, ja. Aber die sind viel zu stolz. Das macht sie schwach. Stolz. Typisch amerikanisch. Ich wusste, dass da niemand ist. Ich versuch's. Komm. Was soll schon passieren? Shit. Ich hab jemanden entdeckt. Ah! So, gut. Oh nein, er hat was gehört. Oh Gott. Ich komm mal mit. What? Was machst du hier drin? Ziemlich gut. Alter. So, Laptop hacken. Der da drin hat mich jetzt überrascht, wenn ich ehrlich bin. Hab nicht damit gerechnet, dass da jetzt plötzlich einer drin steht. Datentransfer rechtzeitig gestoppt. Die Verschlüsselung sah nach SWR aus. So. Jetzt anderer Plan. Ich weiß ja nicht, da steckt zu viel Technik drin. Die könnte jemand ausschalten. So, wir haben hier die Minen. Können wir großräumig, weiträumig an den Minen vorbei? Können wir, sehr gut. Dann würde ich gerne hier den Geschützturm deaktivieren. Hier auch, alles ruhig. Fast schon zu ruhig. Was sind das da unten für welche? Raketenschütze und Brecher, okay. Ich muss die Tarnung aufladen. Ich glaube, ohne die Tarnung wäre das hier Stealth kaum oder nur sehr schwer machbar. Aber ist ja auch gut. Ich meine, wem das mit Tarnung noch nicht schwer genug ist, der kann sich dann einfach noch eine weitere, größere, wie heißt's?
Herausforderung quasi selbst zusammenbasteln. Ich habe was Wichtiges vergessen. Ich habe den Typ nicht gepinkt. Da ist Shatkov. Da ist er. An ihm sieht die Uniform wie ein Kostüm aus. Lass mich die Tarnung wieder aufladen. Der Scharfschütze macht mir ein bisschen Sorgen immer noch. Ich glaube, ich lasse den mal von Vasili abaimen. Bevor ich jetzt da weitergehe. Wo ist er? Da. Feuer auf mein Kommando. Bewege mich auf Feind zu. So. Der Raketenschütze ist eigentlich auch doof, ne? Bin bereit. Das heißt. Jetzt weiß ich gerade hier dann direkt ausschalten. Nur. Und da oben ist ja sonst keiner. Feuer! Die sind erledigt. Zack. Gut gemacht. Gut. Tarnung wieder. Und dann schnappen wir uns im nächsten Schritt. Chertkopf. Tarnung brauche ich jetzt gerade nicht eigentlich. Ich brauche hier schon dahin. Ist nur er? Gut. Aktiviere Nachtsichtgerät. Hallo, Chatkov. Chatkov, wie auch immer. So. Du kommst jetzt schön mit. Ich bin nur ein Zivilist. Ich arbeite für Skelltech. Ich wurde von den Bodaks gezwungen. Du bist nichts weiter als ein professioneller Lügner. Jetzt würde ich gern mit dem Helikopter abhauen. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, die Mine geht nicht hoch. Dann ist er nämlich tot. Schön an der Wand, Press an der Wand. Entlang. Oh shit. Schwein gehabt. Sorry, falls das laut war. So. Okay, da haben wir ihn. Waffe wechseln. Hier die rein. Komm, Vasili, einsteigen. Und dann direkt ab. Wo ist Vasili? Vasili, hallo? Hat noch keiner mitgekriegt, dass der Heli startet. Wenn Vasili jetzt nicht kommt und einsteigt, dann fliege ich ohne den los. Da kommt er. Ey, da kann man sich ja nicht links und rechts umgucken. So, und jetzt ab dafür. Ich weiß nicht, ob es da Flugabwehrgeschütze gibt, deshalb fliege ich lieber mal ein bisschen tief. Ach ja. Alter Schwede. Und es war sogar Stealth. Oh oh. Es war sogar Stealth. Wir wurden nicht entdeckt. Also außer bei der Flucht, aber das ist ja egal. So, landen wir hier. Eieiei. So, komm schon. Wird sich diese Technologie früher oder später aneignen und die USA werden an ihren eigenen Waffen zugrunde gehen. Warum auch immer ihr einen Krieg zwischen den USA und Russland anzetteln wollt. Ich werde das nicht zulassen. Ich nehme ihnen Gewahrsam. So, nochmal hier schön anschauen. Ich finde, der ist der coolste Skin von allen. Also ich mag den am meisten, am liebsten. Vielleicht hier noch ins Wasser oder so. Hier. Ja, der ist cool. Den mag ich. Vasili wollt auch mit aufs Bild? Na ja, gut, dann stecken wir den jetzt mal da rein, bevor dann irgendwie noch ein feindlicher Heli kommt oder sowas. Und dann ist die Hauptinsel geschafft. Nach dem Funkspruch von Bowman zumindest. Achtung, wir haben neue Gäste bei der Party. Fliegt der jetzt nicht los? Warten Sie, also bis die Identität bestätigt wurde. Warum fliegt... hallo? Hallo? Ich habe jetzt nicht ein... Bowman, Nomad hier. Gott sei Dank. Ziel festgenommen. Datenübertragung wurde beendet. Gut gemacht, Nomad. Die Outcasts verhören Chertkov jetzt. Sie haben eine Audioaufnahme bei ihm gefunden. Eine Nachricht von der Bodak-Führung. Mal hören, was die zu sagen haben. Chertkov, Sie müssen die
steckt wirklich nicht dahinter. Die Stimme ist leider verzerrt, sodass wir sie nicht identifizieren können. Jedenfalls wird die Aufnahme nicht helfen, die Wogen zu glätten. Tschertkow hat verraten, dass die ganze Bodak-Operation ein Ablenkungsmanöver ist. Sie versuchen, alte Wunden aufzureißen und das entstehende Misstrauen zu nutzen, um davon abzulenken, was sie wirklich auf Aurora vorhaben. Aber der genaue Plan ist weiter unklar. Wir müssen sie im Auge behalten. Verstanden, Art. So, und der fliegt nicht weg. Kann ich ihn wieder rausholen? Nee, ich könnte ihn jetzt da drin erschießen, aber lieber kein Risiko eingehen. So, aber wie gesagt, die Hauptinsel ist damit geschafft. Und das letzte Stückchen, was übrig bleibt, ist... wie heißt die Insel noch? Ich vergesse immer den Namen. Oben rechts die Golem Island, genau. Und da geht es relativ linear zu. Aber das soll uns ja dann nicht stören. Okay, dann sehen... Der Sieg ist am Greifen nah. Dank ihnen kontrollieren die Outcasts ganz Aurora. Wir müssen anfangen zu planen. Wir brauchen ein Kapitol, eine Verfassung, eine Botschaft in Washington. Die Bodaks sind noch nicht besiegt, Ito. Ihr Hauptquartier ist auf Golem Island. Alle Audioaufnahmen lassen sich dorthin zurückverfolgen. Wenn der Bodak-Anführer mit der gestohlenen Technik entkommt, wird Aurora zum Ground Zero für den nächsten Weltkrieg. Ich werde nicht zulassen, dass der Bodak-Anführer die Insel verlässt. Aurora hat Frieden verdient. Ich bezweifle, dass die Outcasts Golem Island schnell erreichen. Sie müssen sich um den Rest von Aurora kümmern. Und als wäre das nicht schon kompliziert genug, versperrt ein Drohnenschwarm den Zugang zur Insel. Ich kläre das auf meine Art. Ich schicke Ihnen alle Informationen zu Golem Island, den Standort des Biwaks und die Topografie. Es geht ums Ganze. Wir zählen auf Sie, Nomad. Okay, so, was ich eigentlich sagen wollte, war... ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, mein Freund. wo wir dann Golem Island, auf Golem Island die Missionen machen werden, bis zur letzten Lieutenant-Frau. Leute, die sich auskennen, wissen bereits, wie sie heißt. Ich sag das jetzt noch nicht, aber ja, fängt mit M an. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.